Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Crastorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Letztes Mal haben wir hier die blauen Technologiekarten, Technologiekarten für Chemie, gebaut. Und heute wollen wir uns einer weiteren Technologiekarte widmen, der Technologiekarte für Militär. Und dafür brauchen wir Beißer Forschungsdaten. Gut. Oder nicht so gut. Meine, die sind nicht allzu kompliziert. Hier brauchen wir elektronische Bauteile. Elektronische Bauteile haben wir auch da oben. Und ich glaube, das können wir im Wesentlichen so nehmen. Wir haben da die drei Inputmaterialien. Da ist dann effektiv so die Frage, wie sieht das Verhältnis aus? Machen wir das wieder so. Das wissen wir eigentlich. Okay. Das heißt, wir brauchen zwei Maschinen für die elektronischen Bauteile, drei für die Forschungsdaten. Und doppelt so viele für die effektiven Dinger hier. Das heißt, vielleicht können wir das so machen. Da machen wir die rein. Und dann das so. Und dann haben wir hier sowas. Wie viel brauchen wir hier? Wir könnten das Ganze so machen, denn wir brauchen gleich viel Koks wie Stahlplatten. Das heißt, wir können das hier auf das Band hier drauflegen. Das ist mal das hier. Und dann hier. Fünf Technologiekarten, fünf elektronische Bauteile. Ich glaube, ein Band reicht hier. Und denke, wir können das so machen. Gut, dann brauchen wir das. Beziehungsweise machen wir das hier unten hin. Denn da oben brauchen wir noch etwas Platz.
auch. Und mit den roten Greifarmen sieht's. Dann bräuchten wir hier eigentlich nur einen. Auf das Band. So, da haben wir noch was einen Eingang. Dann hier brauchen wir Koks. Dafür brauchen wir Öfen. Wir brauchen vielleicht ein mehr als nur einen. Ja, das ist das zweite Stahlband. Es kann grundsätzlich da drauf liegen bleiben. Was brauchen wir hier noch? Stahlplatten und Koks. Das kommt beides hier rauf. Wenn wir die hier so hinmachen, so. Ziehen wir hier unseren Bus weiter raus, damit wir wissen, wo er denn liegt, und dann müssen wir Eisen, damit ich hier die bauen kann. Davon etwas, davon, die benötigen gar keine Greifarme, die ebenfalls nicht. Wir benötigen die Greifarmteile hierfür. Wer hat das bemerkt, als ich es gebaut habe? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Hier kommt Kohle raus. Ah,
eben nicht. Eins weiter vorne. Und hier, das ist nochmals für Kunststoff. Und da platzieren wir jetzt noch die fehlenden Greifarme. Und dann schön auf. Das heißt, hier müsste dann Stahl rauf. Wir machen da ganz vorne hin mal einen Teiler, so dass wir dann zwei Bänder mit Stahl bekommen, statt nur eins. Hier. Und Untergrundbänder habe ich auch keine mehr. Liegt daran, dass wir zu wenig Eisen haben. Aber was soll's? Wir brauchen auch Holz. Hier runter, machen den auf die andere Seite. Und dann funktioniert das. Gut, da sollten wir dann auch Stahl bekommen. Und hier, da machen wir eine Kiste ran mit unserem Biomaterial, was wir da ganz drüben in unserem Unterstand platziert haben. Zu viel. Das könnte auch der Grund sein, warum wir so viel Eisen verbrauchen. Weil wir Greifarme produziert haben, die wir gar nicht benötigt hätten. Thank you.
können wir hier die bauen. Dafür brauchen wir das hier. Nehmen wir hier vom obersten. Voilà. Das sollte das sein. Und dann da brauchen wir zwei davon. Machen wir die doch auch auf diese Höhe. Und hier brauchen wir sicher zweimal Input. Weil wir vier Gegenstände haben. Aber alles im gleichen Verhältnis. Und die Förderbänder sind mir ausgegangen. Dann hole ich mir rasch neue. Und schaue, ob ich da eventuell ein paar Greifarme zurücklegen kann. Wirklich zu wenig Eisen. Woran liegt das? Da kommt auch wenig Kohle. Es liegt nicht am Strom. Ja. Kommt wenig Eisen, weil wenig Kohle kommt. Wenig Kohle kommt wahrscheinlich, weil die Erzförderer das Kohlefeld verbraucht haben. Nein. Stellen wir einfach ein paar Förderer mehr hin. Und hoffen, dass das Problem löst. Kommen jedenfalls wieder mehr Kohle raus. Das sollte unter dem Strich dann auch mehr Eisen geben. So.
gut, aber ich war da hinten, glaube ich, beschäftigt, unseren Bus noch etwas in die Länge zu ziehen. Sodass wir dann die Ingredienzien für die elektronischen Bauteile runterziehen können. Was Silikon, Glas und Kunststoff ist. Im Kopf habe. Glas, Silikon und Kunststoff. Das heißt, hier irgendwo müssen wir zwei draufbringen. Da beginnen wir mit Glas. Das heißt, der nächste wäre dann Silikon. Letzte, das Glas, der Kunststoff. So, und dann können wir das hier in eine Kiste legen. Ziehen wir es raus und das kommt auf ein ganz neues Band. Gut. Und läuft die Produktion? Ein Greifarm fehlt. Und mit dem läuft dann auch unsere Produktion an für die Militärforschungskörbchen. Und in Bälde sollten wir dann die ersten Pakete sehen. Sie. Und ich denke, da muss ich dann gleich nochmal Richtung Strom schauen. Aber wir wollen die Biotechnologie, denn damit können wir selbst Biomasse erzeugen, ohne dass wir darauf angewiesen sind, ständig neue Nester platt zu machen. Gut, ich gehe da mal ein paar mehr Dampfmaschinen platzieren. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Holz.
Und nächstes Mal werden wir schauen müssen, mit was wir uns beschäftigen. Denn das war alles für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.